Guten Abend, herzlich willkommen zum Forex am Abend, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben Montag, den 20.10.2014, es ist 18.57 Uhr ganz genau. Die Aktienindizes starten ein wenig stärker, konsolidieren allerdings dann deutlich und verlieren letztendlich zum Freitagsschlusskurs. Wir öffneten heute im DAX ein wenig stärker bei 8.880 Punkten grob, verloren dann sofort, schlossen das Gap und fielen dann am Ende um die 180 Punkte auf das Level von 8.700 Punkten. Es gibt drei wichtige Marken, die hier momentan im Fokus stehen. Klar, die 8.900er in Schrägstrich 9.000er Marke für die übergeordnete Bodenbildung bzw. untergeordnete. Dann untergeordnet natürlich hier dieser abwärts verlaufende Trend, die Trendlinie bzw. aus diesem Trendkanal heraus, so rum ungefähr, inklusive dem Vortagestief 8.561 Punkten und natürlich das Vorwochentief bei 8.350 Punkten. Momentan ist es so, dass Longpositionen erst interessant werden, wenn wir über 9.000 Punkte ansteigen können. Darunter ist jederzeit ein Sell-Off-Potenzial vorhanden. Erste Zwischenstation bzw. Schrägstrich möglicher kleiner Longscalp 8.574, darunter dann bis 8.350 Punkten. Auch der Dow Jones gab nach und, S&P und Dow Jones, das nimmt sich im Prinzip nichts, aber wir können diesbezüglich jetzt auch mal hier einfach den Dow Jones nehmen. Der hat hier den langen aufwärtsgerichteten Trendkanal verlassen, was durchaus bärisch ist. Und darüber hinaus ist darüber hier letztendlich noch dieses letzte Wochenschlusskursniveau nicht gehalten worden. So, das ist ein wichtiges Level, 16.480 Punkte circa. Das ist praktisch das Schlusskurswochentief von dieser M-Formation. Und das Docht-Tief, das ist hier in dem Bereich von 16.244. So, das bedeutet, sollten wir hier im Zuge der nächsten Handelsstunden oder Tage über 16.500 Punkten ansteigen können, haben wir maximal Potenzial bis 16.683 Punkten. Da ist dann hier die gebrochene, sehr dominante Trendlinie. Und deswegen sollte maximal das Erholungspotenzial erstmal bis hierhin begrenzt sein. Geht es allerdings unter dieses Niveau von 12.260, und das können wir uns jetzt mal im kurzfristigen Chart mal angucken. So, geht es hier unter diese Marke, dann erwarten wir eigentlich eine Korrekturausdehnung zumindest bis in den Bereich von 15.900 Punkten. Eventuell dreht er leicht früher, also dann hier an dieser Trendlinie, aber das wäre dann das Korrekturziel nach unten hin. Gold, um auf Gold sprechen zu kommen, Gold ist weiterhin untergeordnet Long, genau, das war der Long über dem Vorwochenhoch, ich muss gerade auf mein Skript schauen, 12,50 hier, der Ausbruchsziel wäre dann 12,60, 8, das wäre dann die Vorwochenhochausdehnung und die obere statistische Wochenbandbreite, das heißt, ich könnte mir dann gut vorstellen, dass beim Ausbruch das hier, das, die Einleitung des Pullbacks damit initiiert wird. Und am Ende haben wir dann hier ungefähr so einen Verlauf. Das wäre der idealtypische Verlauf. Aufgrund des untergeordneten Trends, der momentan aufwärts gerichtet ist, werden wir natürlich hier keine Short-Positionen letztendlich traden, sondern da müssen wir warten, bis der Markt uns untergeordnet eine Short-Position ermöglicht. Das bedeutet, wir müssten sowohl diese Trendlinie als auch das gestrige oder am Freitag das letzte Tagestief brechen, das Vortagestief hier bei 12,31. Dann wäre das durchaus interessant für einen Short. Dann wären die Short-Kursziele dann 12,21 und 12,06 bzw. 11,80. Aber das, wie gesagt, kommt nur dann überhaupt erst in Frage oder wird bedacht, wenn wir uns A, wenn die Trendlinie nicht hält und B, wenn es danach aussieht, als ob hier auch das Vortagestief fällt. Momentan ist er hier long bzw. seitwärts. Ein Long über dem Vorwochenhoch hier über 12,50 wäre durchaus im Interesse. Was haben wir noch? WTI, auch ganz interessant. Schauen wir mal kurz drauf. Momentan hier mehr oder weniger seitwärts gerichtet. Wir hatten zwar heute einen kurzen bärischen Impuls, wurde aber wieder gekauft. Darum geht es mir gar nicht, was mir einfach nur aufgefallen ist, weil WTI sehr, sehr oft getradet wird. Wir haben hier unten das Jahrestief, die 80er Marke, das zum einen, aber das ist nicht das wirklich Interessante, sondern da liegen auch noch statistische Level. Aber wenn wir das brechen, und das ist eben genau der Witz an der Sache, die Monats-EMA 200 liegt direkt darunter. Das bedeutet, der Short-Ausbruch da unter die Tiefs könnte sehr, sehr kritisch enden, nämlich kurzer Antester und dann explodiert das Ding nach oben hindurch. Das nur als kleiner Hinweis zur WTI. Wir würden es jetzt aufgrund der Tatsache, dass wir uns hier darüber stabilisieren,
würden wir dann nicht mehr unbedingt Short traden, weil wir sind auch schon sehr, sehr weit in der Bewegung. Wir sind in der letzten, was ist das, auf dem Wochenchart ist die letzte Bewegung 14 Dollar lang. Wir können auf den Tageschart auch gucken. Und das bedeutet, hier wäre es doch durchaus interessant zu sehen, ob er nicht beispielsweise hier die Hochs überwinden kann. Das Vortageshoch wäre eine Möglichkeit aus Vorwochenhoch über 86, dass man sich da noch nach Long-Position umschaut. Aber in der gegenwärtigen Situation, kurz vor der Monats-200er zu shorten, lassen wir mal dahingestellt, wäre eher sogar ein Fall für einen kleinen Long-Scalp, das nur am Rande zu WTI. Der australische Dollar, US-Dollar zeigt sich momentan relativ unbeeindruckt von den ganzen Bewegungen. Da tut sich gar nichts mehr. Schauen Sie sich das mal an. Da sind hier 60 Punkte in der Range und das macht das Ganze natürlich immer spannender, weil der Ausbruch steht an. Und Sie sehen es, die oberen statistischen Level hier als auch die unteren sind gleichmäßig verteilt. Man könnte auch mathematisch sprechen hier von einem gleichschenkligen Dreieck, wo die Distanz im Prinzip gleich ist. Aber unabhängig jetzt mal von den Spielereien, man sieht auch, die Volatilität wird zunehmend weniger. Das bedeutet, hier bahnt sich demnächst ein Ausbruch an. Der würde sich also übergeordnet, und da spreche ich entweder mit einem neuen Wochenhoch oder einem neuen Wochentief. So, das ist ein erstes Indiz dafür, könnte der Ausbruch aus diesem Dreieck eben sein. Aber letztendlich bleibt es immer noch bei der 0,89er Marke Long, beziehungsweise unter der 0,86,39er Marke der Short. Euro, US-Dollar, interessante Marken haben wir auch hier, genau. Wichtiges statistisches Level, obere statistische Wochenbandbreite und aufgrund der statistischen Werte hier über 1,2885 Long, dann hier bis 1,2934 wahrscheinlich Ausbruch, Pullback und dann bis in diesen Bereich. Aufgrund der untergeordneten Trendthematiken keine Short-Position, jedenfalls aktuell nicht. Er attackiert hier immer wieder die Monats-EMA 200. Das ist prinzipiell sowohl bullisch als auch neutral zu werten. Er kann es nicht überwinden, das ist durchaus der bärische Aspekt, aber er attackiert sie permanent. Und von daher sind wir hier noch momentan vorsichtig, wenn er hier durchbrechen kann über die 1,2891, sollten wir hier weiter steigende Kurse sehen, fallende Kurse, wirklich gute Short-Gelegenheiten, vermutlich erst mit einem neuen Wochentief, also mit dem Bruch des Vorwochentiefs von 1,2624 US-Dollar pro Euro. Das zum Thema Euro-US-Dollar, Britisch-Pfund-US-Dollar, auch ein Kandidat hier für einen Long. Sieht sehr, sehr schön aus. Nächstes Kursziel sollte hier, trotz der Tatsache, dass wir viele gleitende Durchschnitte noch vor uns haben, die 1,6232 sein. Also hier könnte das britische Pfund durchaus mit Stärke aufspielen. Und ein besonders interessanter Trade ist auch nochmal hier das britische Pfund gegen den australischen Dollar in einer kurzfristigen Zeiteinheit, hier in dem Fall auf dem H1-Chart, auf dem Stundenchart mit einer Long-Position. Jetzt war schon interessant, 1,5350, weil wir sind in einem bullischen Dreieck, daher kann man auch schon in das Dreieck reinkaufen im Vorfeld. Das heißt hier die 1,8350, 1,8360, sehr, sehr interessant. Aber natürlich auch, falls er hier oben ausbrechen sollte, über das Vortageshoch, über die Vorwochenhochs hier in diesem Bereich, das wäre dann die 1,84 psychologisches Level. So rum ist es richtig. Und dann hätte er Platz bis zum Vorwochenhoch. Ja? So, das heißt, Vortageshoch muss überwunden worden sein, damit wir hier weitere Anstiege erwarten können. Doch, es muss überwunden worden sein. Sonst ist das nichts. Aber wie gesagt, was nicht ist, kann auch werden. Es wird interessant. Das war's von meiner Stelle aus. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir hören uns morgen früh wieder. In diesem Sinne, good trades und bis bald. Auf Wiedersehen.